Herzlich willkommen und Servus zu einer neuen Episode der Messi Coach to Glory, die zweite Episode bei Rayo Vallecano, unserer ersten Station in dieser Coach to Glory. Und wir hatten einiges umzukrempeln in der ersten Episode. Wir haben einiges an Spielertransfers gemacht, ihr habt hier gerade nochmal das Roundup gesehen, aber wir haben trotzdem noch 12,5 Millionen im Transferbudget und Eindhoven möchte unser Budget nochmal ein bisschen aufstocken. Catenia ist aber ein Spieler, den möchte ich eigentlich gerne behalten, 26-jähriger Spanier, super ein Felsen in der Innenverteidigung und deshalb bleibt er erstmal bei uns. Vor diesem ersten Spiel also kein weiterer Abgang oder Neuzugang, sondern jetzt erstmal hier das Wichtige. Der Start in La Liga für Lionel Messi, der Start in die Trainerkarriere für Lionel Messi, das erste Mal, dass seine Mannschaft hier aufs Feld gehen kann. Und da ist natürlich jetzt die große Frage, was kann dieses Team in diesem Jahr erreichen mit Lionel Messi als Coach? Das Ziel vom Vorstand ist auf jeden Fall der Klassenerhalt. Das ist natürlich das Minimalziel, das wir erreichen wollen. Wir wollen natürlich eigentlich nicht unten mitspielen, sondern uns eher so in die mittlere Tabellenregion einfinden. Wir wollen eher so das machen, was Rayo Vallecano gerade in echt macht. Die sind in echt gerade Siebter. Das ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Wir werden sehen, wie gut wir da noch spielen können. Aber auf jeden Fall wollen wir mal nichts mit dem Abstieg zu tun haben in dieser Saison. Das wäre natürlich kein guter erster Eindruck von Lionel Messi als Trainer, wenn er da direkt tief im Abstiegskampf stecken würde. Und da hätten wir dann natürlich auch keinen guten Job gemacht, hier die Mannschaft zu verbessern. Das Theoretische ist ja sowieso, dass wir die Mannschaft einen Ticken verschlechtert haben mit ein paar Abgängen, die ein bisschen höheres Rating hatten und ein paar Neuzugängen. Zum Beispiel ja auch Nico Williams, der hier den Ball perfekt durchschickt auf Radamel Falcao, der vielleicht ein bisschen niedriger ist vom Rating, vielleicht noch ein, zwei Monate braucht, bis er dann das Level erreicht hat von den anderen Jungs und vielleicht sind dann diese ein, zwei, drei, vielleicht auch Monate ja das große Problem für uns. Das werden wir auf jeden Fall alles erstmal sehen. Ich bin sehr gespannt, wie wir uns hier in La Liga schlagen können in unserer ersten Saison, bei unserer ersten Station. Ich denke natürlich, Rayo Vallecano, je nachdem, wie es am Ende aussieht, wird bestimmt auch für die zweite Saison unser Team sein. Es muss ja nicht sein, dass wir jedes ja, das Team wechseln, jede Saison irgendwie ein neues Team holen. Aber auf jeden Fall konzentrieren wir uns jetzt erstmal auf die Saison, die hier vor uns liegt. Und da ist am ersten Spieltag leider der Rückstand passiert. Und zwar Lucas Ocampos, wahrlich kein Kopfballungeheuer, die Flanke eigentlich auch schon verteidigt gehabt. Aber am Ende war es halt einfach eine gute Einzelleistung oder eine gute individuelle Leistung von Sevilla, hier das 1-0 zu machen. Wir wollten vor der Halbzeit natürlich noch ausgleichen, hatten dann die Chance hier über Baliu über die Seite durchzukommen, dann auf den TK, Trejo und dann der eben angesprochene Nico Williams. Vielleicht ist er noch ein bisschen zu grün hinter den Ohren, um so eine Chance direkt zu nutzen. War natürlich eine riesige Chance, aber das ist natürlich was Positives. Darauf lässt sich aufbauen und dann in der zweiten Halbzeit mit der Flanke von Fran Garcia auf Unai Lopez konnten wir auch unser erstes Saisontor machen. Wir wollen natürlich Tiki-Taka spielen, das heißt aber natürlich nicht, dass wir nur Tiki-Taka-Tore machen können. So war das natürlich bei Barcelona auch nicht. Wir wollen auf Ballbesitz spielen, aber wenn über die Außen mal einer durchkommt und eine Flanke schlagen kann, warum sollte er sie nicht schlagen? Das ist natürlich ganz klar. Hier hat es zum 1-1 gereicht, kurz vor Schluss, vielleicht mit einem besseren Schützen in der Situation, anstatt Unai Lopez, machen wir vielleicht noch das 2-1, aber natürlich war es keine hundertprozentige Chance. Das Gute ist, wir hatten ein sehr ausgeglichenes Spiel gegen ein sehr gutes Team. 50% Ballbesitz gegen Sevilla ist meiner Meinung nach schon ein Erfolg, was den Ballbesitzfußball angeht. Deswegen würde ich sagen, gute erste Zeichen, die wir hier gesetzt haben für diese Saison und für diese Karriere mit Messi natürlich als Trainer. Der stellt sich natürlich danach der Presse, sagt natürlich auch, das ist völlig in Ordnung, dieses Remis hier gegen Sevilla. Sevilla zu Hause vor allem ein sehr gutes Team. Was danach aber überraschend war, Falcao soll eine Vertragsverhandlung oder ein Vertragsangebot abgelehnt haben, so wie Süle gerade in echt. Aber da kann ich euch ganz fest versichern, das ist gar nicht so. Wir haben ihm nämlich noch gar kein Angebot gemacht. Dieses Interview hat mich natürlich dann aber auch auf die Idee gebracht, vielleicht das Angebot dann auch zu machen. Der Berater von Falcao und Falcao selber waren mit dem Angebot zufrieden. Das heißt, er ist auch über die Saison noch an uns gebunden. Also auch in der zweiten Saison für uns da als Veteran, als Startelfspieler. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen, wie gut er durchhält. Wir werden sehen, was für eine Leistung er bringt und wie wir ihn dann eventuell ersetzen wollen oder ob wir ihn eben nicht ersetzen wollen in der nächsten Saison. Es ist natürlich aber noch viel zu früh, das alles zu sagen, was da passieren wird. Jetzt gehen wir erstmal ins zweite Saisonspiel und das ist gegen Real Sociedad San Sebastian. Das sind natürlich zwei Brocken zum Auftakt, beide auch noch auswärts. Also wir spielen jetzt erstmal in der realen Arena von Real Sociedad. Die heißt wirklich so, falls ihr das Top 5 Vereine für den FIFA 22 Karrieremodus-Video nicht gesehen habt, das ist natürlich ein kleiner Joke gewesen bei uns da in diesem Video. Hier auf jeden Fall jetzt erstmal eine gute Chance von Isak, dann eine gute Chance von Nico Williams, die zweite gute Chance, wo er unser erstes Tor hätte machen können in einer Partie, aber auch hier konnte das wieder nicht tun, hat aber die Ecke rausgeholt und die bringt Catenia
ganz, ganz gefährlich aufs Tor. Messi natürlich an der Seitenlinie ein bisschen verärgert, dass so eine gute Chance nicht vollendet wird. Dann Enteka mit dem Ball auf den zweiten Pfosten und dann Falcao fast mit dem ersten Saisontreffer kurz nach Vertragsverlängerung. Und dann Falcao hier mit der nächsten Chance. Also drei Ecken, drei brutal gute Chancen. Wir konnten leider keine davon nutzen. Und dann kam nochmal Sociedad kurz vor Ende dieser Partie über rechts durch Diego Gonçalves. Dann auf Isak. Ich gehe mit der Grätsche runter, um den Schuss zu verhindern. Aber Isak hat natürlich hier die Coolness vorm Tor, da ruhig zu bleiben, nicht überhastet den Abschluss zu wählen, sondern sich den Ball nochmal zurechtzulegen und dann auch noch die Bude zu machen. Super bitter für uns natürlich. Wir haben gut mitgespielt. Wir hatten die ein oder andere Chance, vor allem natürlich nach den Standards. Aber am Ende gehen wir hier mit leeren Händen aus diesem Spiel, weil Sociedad halt einfach die coolere Mannschaft ist. Wir waren sogar theoretisch gesehen, statistisch gesehen ein bisschen besser. Das ist natürlich wieder ein sehr gutes Zeichen. Aber natürlich sind wir noch ziemlich grün hinter den Ohren. Das heißt natürlich, gewinnen wir jetzt noch nicht jedes Spiel in dieser Liga, sondern wir haben halt auch mal Dämpfer drin, auch mal Spiele, die wir eigentlich gut spielen, die dann eben bei 0 Punkten landen. Das ist natürlich bitter, aber Kopf hoch und weitermachen, würde ich sagen. Danach kam ein Angebot, sehr interessant. Brian Okoro, ein bisschen Geld für Luca Zidane. Ich hätte es fast angenommen, aber dann ist mir natürlich wieder eingefallen, okay, er ist halt Schweizer, er passt halt überhaupt nicht in unsere Transferphilosophie. Also unsere Transferphilosophie sind ja Südamerikaner, Spanier und natürlich hier diese Argentinier. Und da passt natürlich ein Schweizer überhaupt nicht rein. Deswegen habe ich das Angebot dann doch nochmal abgelehnt. Und wir gehen jetzt weiter an den dritten Spieltag zum Spiel gegen Granada. Und da habe ich natürlich jetzt auch mal irgendwann erwartet, dass Falcao auch mal trifft. Drei Spiele ohne Gegentor oder drei Spiele ohne Tor, besser gesagt, von Falcao wären natürlich hier nicht das gewesen, was ich mir hier vorgestellt hätte. Deswegen war natürlich auch ein großes Hauptaugenmerk auf ihm für diese Partie. Mal gucken, ob er unseren Wunsch erfüllen kann und das erste Tor machen kann. Wir haben auf jeden Fall erstmal einen richtig guten Konter hier ausgespielt. Geduldig über ein paar Stationen. Rocker gibt auf Lopez durch. Lopez gibt dann auf Falcao und natürlich ist Falcao da. Es war gar keine Frage, ob er trifft, sondern nur, wann er trifft. Und es ist am dritten Spieltag. Im ersten Heimspiel ist es passiert gegen Granada. Wird da super durchgesteckt von Unai Lopez. Das Spiel relativ schnell von hinten nach ganz vorne. Wenige Stationen, wenige Kontakte, wenig Zeit natürlich verloren. Und dann kommt man da zu sehr guten Abschlusssituationen. Hier auch Nico Williams fast wieder mit dem Treffer. Aber dieses Mal eine deutlich schlechtere Chance. Einfach nur deutlich besser gemacht von ihm. Aber er konnte leider das Tor nicht machen. Jetzt aber vielleicht dann doch noch und richtig glücklich sogar. Also Enteka bracht da den Schuss an den Pfosten oder bringt da den Schuss an den Pfosten, besser gesagt. Und dann steht Nico Williams halt einfach nur goldrichtig. Hier über die Seite durchgegangen und dann Enteka, wie gesagt, mit seinem linken Fuß ein absolutes Brett an den Pfosten. Und dann Nico Williams halt einfach der Abstauber. Dann ist es vielleicht auch mal dieses Tor, das hier so ein bisschen den Bann von ihm bricht. Vielleicht hat er einfach mal so ein leeres Tor gebraucht. Und dieses Spiel haben wir auch gebraucht. Gegen Granada komplett dominiert, unser erstes Heimspiel, direkt mal unserem heimischen Publikum gezeigt, was wir eigentlich vorhaben in dieser Saison, was unser Spielstil sein soll und was sie von uns erwarten können. Richtig gut, also richtig dominant gespielt. Ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden in den ersten drei Spielen. Es ist so ziemlich genau das, was ich mir erhofft hatte. Natürlich, als ich die Gegner gesehen, hatte ich es noch nicht erwartet, aber ich bin natürlich trotzdem glücklich drüber. Und dann sind wir auch schon angekommen am Transfer Deadline Day und wir wollten natürlich noch was machen. Giuliano Simeone war mein nächstes Ziel. Ihr habt es im Titel schon gelesen, dass am Deadline Day einer kommt oder ich weiß noch gar nicht, ob ich den Titel schreiben werde oder nicht. Auf jeden Fall, es kommt jemand, Giuliano Simeone, der kleine Sohn von Diego Simeone, mit dem wir auch hier verhandeln, wird verkauft für 2 Millionen an Rayo Vallecano. Wir holen uns also einen Backup-Stürmer, der kann natürlich aber auch ein bisschen über die Flügel kommen, ist nicht der langsamste, ist ein ganz guter Körper, der da zu uns kommt und deswegen ist er auch, glaube ich, sehr hilfreich für uns, einfach in der Kaderbreite. 1,84 groß, wie gesagt, 75 Tempo, ein Rechtsfuß, eigentlich ganz gut vorm Tor. Ich glaube, damit kann man auf gar keinen Fall was falsch machen. Und dann schauen wir doch mal hier durch, was sonst noch so passiert ist. 620 Millionen sind insgesamt ausgegeben worden in diesem Transferfenster und wir haben davon schon auch einiges ausgegeben. Wir haben über 20 Millionen ausgegeben, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben natürlich aber auch ordentlich was eingenommen, deswegen sind wir jetzt natürlich auch noch mit mehr Geld auf der Kante als davor noch. 30 Millionen haben wir nämlich insgesamt eingenommen und dann wollten wir noch mal gucken, ob wir uns noch verstärken können durch ein monatliches Scouting-Update. Da schauen wir mal zusammen rein, aber das sieht natürlich wieder eher schlecht aus. Teco Ciao, der einzige, den wir hier mitnehmen können und auch mitgenommen haben, haben wir uns mal in der Jugendschule angeguckt. Aber viel wichtiger ist eigentlich, was wir dann danach gemacht haben. Hier sehen wir ihn, 43er Gesamtschläge, ist halt einfach nicht das Beste. Und dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch 10 Millionen auf dem Konto habe, dann gebe ich einfach 4 Millionen aus für den 5-Star-5-Star-Scouts.
Scouts, vor allem in der ersten Saison von so einer Road to Glory, natürlich brutal wichtig. Und dann habe ich auch meinen anderen Scout zurückgeholt, habe hier den 5-Star-5-Star-Scouts nach Kamerun geschickt für einen Angreifer. Ich will unbedingt den nächsten Eto'o finden. Das ist wirklich einfach mein riesiges Ziel, dass wir den nächsten Samuel Eto'o finden und in dieser Karriere mit aufbauen können. Und deswegen habe ich hier den 5-Star-5-Star-Scout geholt. Aber ihr habt ja auch gesehen, wir haben halt noch 7,5 Millionen jetzt auf dem Konto für die Wintertransferphase. Ich wollte jetzt erstmal gucken, was dieses Team zu leisten instande ist und dann im Winter nochmal neu nachgucken, was man verbessern kann, ein bisschen nachjustieren kann. Wir haben noch sehr viele Leihspieler hier, die wahrscheinlich dann auch vielleicht zurückgeholt werden. Dann haben wir natürlich neue Schwachstellen in der Backup-Rolle, vor allem natürlich Linksverteidiger, denke ich da dran. Ich glaube nicht, dass der genug Spielzeit bekommt und Sociedad ihn nicht zurückholt. Deswegen bin ich da schon auf der Suche, aber deswegen wollte ich natürlich auch das Geld übrig haben. Wenn euch diese Episode jetzt erstmal gefallen hat, dann lasst gerne noch ein Like da, lasst auch gerne noch ein Abo da, dann verpasst ihr keine neuen Videos. Schaut am Samstag vorbei, da gibt es einen Double Upload, das kann ich euch jetzt schon mal versprechen und dann sehen wir uns beim anderen Video wieder. Macht's gut, ciao, ciao. I'm coming home, I'm coming back down tonight, 'cause I've been here.